brauche wohl noch ein Gefäß. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Das Feldzeichen der Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnenträger getragen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Muss schwierig gewesen sein, so viele unbeständige Komponenten zu mischen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Mit dem Tod des Kaisers fiel der Prophet in Ungnade und wir wurden gezwungen, in der Dunkelheit der Nacht den Weg ins Exil anzutreten. Der neue Kaiser missbilligt den Propheten. Die Ritter des Trinity-Ordens konnten somit nicht mehr aufgehalten werden. Wir flohen in Richtung Wüste, um neu anzufangen, als der Trinity-Orden uns überfiel und den Propheten ermordete. Ich sah ihn sterben. Wir brachten seinen Körper in eine Höhle in der Nähe der Oase und begannen voller Trauer, ihm ein Grab zu errichten. Der Trinity-Orden wird nicht aufgeben. Sie wollen nicht nur den Tod des Propheten, sondern auch die Mysterien der göttlichen Quelle ergründen. Sie werden zurückkehren. Aber in unserer dunkelsten Stunde ist der Prophet auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und wird nun auch unsere Feinde besiegen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer.
Nein! Nein, nein! Vergehen! Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben, du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh.
Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Ilais starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten. Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können.